Die Ferien haben kaum begonnen, da gibt es schon ein echtes Highlight für die Ferienkids in Zwickau. Auch in diesem Jahr können sie sich wieder auf die Spielstadt Mini Zwickau freuen. 2 Wochen lang Spiel und Spaß und ganz nebenbei die Arbeitswelt der Großen kennenlernen. Mit vielen verschiedenen Berufen, die die Kinder ausprobieren können, wurde am heutigen Montag die Spielstadt wieder offiziell eröffnet. Standort der Spielstadt Mini Zwickau ist auch in diesem Jahr wieder die Pestalozzi-Schule. Und schon vor 9 Uhr waren hier die fleißigen Helfer am Werk. Die Kinder warteten ebenfalls schon gespannt auf den offiziellen Einlass. Anstelle von Finanzbürgermeister Sebastian Lasch durfte heute die Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hähnel die offizielle Übergabe des Schlüssels an die Bürgermeisterin des letzten Jahres übernehmen. Herzlich willkommen für die nächsten 2 Wochen in eurer Spielstadt Mini Zwickau. Ich suche nur mal nach der Vanessa. Vanessa, kommst du mal mit zu mir? Vanessa kennt wahrscheinlich das Prozedere von vielen Eröffnungen und Reden halten, weil man das im Alltag als Bürgermeisterin sehr häufig macht. Und euch erwartet in Mini Zwickau all das, was Erwachsene jeden Tag zu bewerkstelligen haben. Ihr werdet arbeiten gehen, ihr werdet Geld verdienen, ihr werdet miteinander vielleicht diskutieren, ihr werdet eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister wählen, ihr werdet richtig viel Spaß haben und das verdiente Geld vielleicht auch hier und da für coole Sachen ausgeben dürfen. Also ihr macht all das, was eure Eltern den ganzen Tag über schon tun. Und ich wünsche euch für die nächsten 2 Wochen richtig viel Spaß, dass ihr ganz tolle, interessante Erlebnisse habt, dass ihr große Freude erlebt und viel mitnehmt. Und wenn ihr dann erwachsen seid, vielleicht mal zurückdenkt an die Ferienzeit, an die 2 Wochen, wo ihr hier in der Stadt mitwirken durft. Viel Spaß, vielen Dank auch an alle Organisatoren, an alle Helfer, an all diejenigen, die euch unterstützen. Vanessa, es ist jetzt deine Aufgabe. Du bist Übergangsbürgermeisterin und los geht's. Also ich finde es wunderbar, dass wir als Zwickau auch Mini-Zwickau abbilden können, weil die Kinder nämlich dann echt lernen können, was wir eigentlich im Alltag jeden Tag überleben. Manchmal kann das Schule nicht leisten und deshalb sind solche Angebote ganz sehr wichtig, dass die Kleinen und die Jugendlichen natürlich aufs nächste Leben vorbereitet werden. Vor Ort war natürlich auch die Organisatorin der Spielstadt, Sabina Chemnitzer. Bei der Vorbereitung des Projektes lief sozusagen alles nach dem Motto »Teamwork makes the dream work«. An sich liefen die Vorbereitungen ziemlich gut, muss ich sagen. Wir haben auch Gruppen aufgeteilt, dass wir jetzt nicht alle Aufgaben in einer Person vereint haben, sondern ich habe meine Arbeitsgruppen gehabt und meine Teams, wo wir uns dann zusammengesetzt haben und auch ein bisschen gebrainstormt haben und Ideen gesammelt haben. An sich waren die Zeiten ein bisschen knapp, muss ich sagen, weil die Ferien dieses Jahr zeitig sind. Aber ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und auch die Partner, die mit an Bord sind, haben eine wichtige Rolle gespielt. Richtig, wir haben die freien Träger mit dabei, die dann auch größtenteils mit hier bei der Spielstadt mit Personal abdecken. Zum Beispiel die Lernwerkstatt oder Kinderschutzbund, der SOS Kinderdorf mit der Spinnwebe. Genau, solche Partner zum Beispiel dabei. Auch Meko Sachs, diesen externen Akteur, haben wir dabei, der das Mädchenangebot hier macht. Die Spielstadt bietet auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Bandbreite an Angeboten für die Kinder, die in die Arbeitswelt eintauchen können. Da muss ich erstmal überlegen, wo ich anfange. Also ich kann erstmal damit anfangen, welche Betriebe wir lange schon nicht mehr dabei hatten. Und zwar haben wir dieses Jahr das Standesamt dabei, was lange schon nicht mehr dabei war, das wir jetzt mal abgedeckt haben. Da können die Kinder untereinander heiraten oder auch die Paten untereinander heiraten. Das ist auch ganz lustig. Und eine Bäckerei haben wir in der 2. Woche, die konnte letztes Jahr auch nicht abgedeckt werden. Da hat jetzt vom Lichthaus, macht eine Patin die Bäckerei. Dann haben wir jetzt auch neue Betriebe da. Wir haben die WHZ da, die Westsächsische Hochschule, die so ein bisschen Robotik macht, programmieren mit den Kindern in der 1. Woche. Wir haben auch in der 1. Woche den Aktiv ab 50 e.V. da, die ein bisschen Spielewerkstatt analog macht, wo dann die Kinder eben kleine Spiele spielen und auch mal ein bisschen so trainieren, wie das halt dann Oma und Opa abends mal eine Spielerunde gespielt haben und das dann auch mal ein bisschen durchprobieren können. Ja, dann haben wir noch wieder altbekannte Betriebe, natürlich die Gärtnerei und unseren Kernbereich, Jobcenter und Sparkasse, was ja auch abgedeckt sein muss. Fotostudio haben wir auch wieder.
Und genau, das sind so die Betriebe, der Stadtrat auch, der Jugendbeirat, der wollte auch mit dabei sein dieses Jahr wieder mit. Und ja, das sind so ein bisschen so eine bunte Mischung aus allem. Natürlich gibt es neben dem normalen Arbeitsalltag wieder einige Highlights zu bieten. Diese werden von verschiedenen Akteuren gestaltet. Wir haben für heute und morgen einen Tanzsportverein, den TSC Silberschwan, der den ersten Tag so eine Kindertanzgeschichte macht und am zweiten Tag dann so ein bisschen Entspannung, Yoga und Pilates mit den Kindern. Wir haben auch den BSV Sachsen da, der Ballstationen macht. Das soll dann in der KKG-Turnhalle sein. Da können die sich ausbreiten mit Stationen. Das sind so zwei Akteure, Vereine, die sich da wieder breit erklärt haben oder die das erste Mal dabei sind sozusagen. Ja, ansonsten haben wir wieder schöne, bunte Betriebe und halt freue ich mich ja eben auch auf diese neuen Nachmittagsakteure auch, die dann ehrenamtlich das auch wirklich abdecken, die sagen, okay, mich interessiert das Projekt, ich tue was für die Kinder, ich bin da dabei. Wir haben die Verkehrswacht wieder mit da, ja, das ist wieder so ein Nachmittagsakteur, den wir haben. Und das DRK, die machen wieder Erste-Hilfe-Schulungen. Am ersten Tag gab es um die 225 Kinder, die sich angemeldet hatten, aber es sind noch Kapazitäten frei. Für die ca. 35 verschiedenen Betriebe gibt es insgesamt um die 270 Arbeitsplätze. Das heißt, jeder, der noch Lust hat, teilzunehmen und im Alter zwischen 7 und 14 Jahren ist, kann einfach vorbeikommen und sich vor Ort anmelden. Die Kinder können eigentlich selber entscheiden, was sie für Berufe machen wollen. Die kommen rein, melden sich beim Jobcenter an, suchen sich einen Betrieb raus und einen Beruf. Und dann können die eben in einem Betrieb arbeiten. Sie sollten mindestens eine Stunde arbeiten, damit sie Geld kriegen. Das ist erstrebenswert, denke ich, hier in der Spielstadt, damit sie sich auch mal was kaufen können. Aber ansonsten liegt es an den Kindern, wie lange die in einem Betrieb sind. Es gibt welche, die 2 Stunden arbeiten, dann gehen die wieder in einen anderen Betrieb und dann kommen dann wieder, arbeiten wieder eine Stunde in einem Betrieb. Manche arbeiten auch den ganzen Tag in dem gleichen Betrieb, denen gefällt es dann so gut. Das ist alles den Kindern überlassen, wie so die Interessen sind. Und die Kinder sollen sich ja auch mal so ein bisschen ausprobieren. Die sollen mal unterschiedliche Sachen machen und sich dann auch testen und so eigene Talente entdecken. Mini Zwickau ist für die Kinder von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, die Spielstadt selbst einmal zu besuchen. Eltern, Freunde und Interessierte können das am Freitag ab 14 Uhr tun. Am letzten Freitag endet das Projekt dann wieder mit dem großen Abschlussfest. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit und wir wünschen den Kindern jetzt erst einmal einen guten Start und dann 2 Wochen voller Spiel und Spaß in der Spielstadt Mini Zwickau.